Aussichtslose AfD-Kandidaten sind derzeit eher Mangelware. Auch Hannes Loth, Listenplatz 18, hat Chancen auf ein Landtagsmandat. Wahlkampf in Köthen, Sachsen-Anhalt. Brauche ich Informationen zur AfD mitgeben? AfD, genau. Ich komme von der AfD und möchte gerne in den Landtag. Und noch ein Einkaufschip? Habt ihr auch Kugelschreiber? Na klar, aber Kugelschreiber. Aus Frauke Petris Schusswaffenspruch und dem negativen Echo darauf hat man bei der AfD gelernt. Vor der Kamera gibt man den Flüchtlingsfreund. Links blinken, rechts abbiegen. Die Leute können nichts dafür, dass die hier sind. Die wurden gelockt, meiner Meinung nach, stellenweise. Andere wurden wirklich vertrieben und müssen einfach hier sein, ist auch völlig klar. Und wir versuchen halt, das Wurzel des Übels an dort zu packen, wo es halt ist. Und zwar nicht bei den armen Flüchtlingen, sondern bei den Politikern, die einfach eine katastrophale Politik für die Leute machen. Kandidat Loth hat's schwer. An zwei Tagen kommt kaum ein Gespräch mit Wählern zustande. Schicksal einer Protestpartei. Ich empfinde es nicht so positiv. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass wir als unsere Bevölkerung ja doch ein bisschen mehr Rechte haben sollten als die anderen. Weil wir gehen arbeiten, wir verdienen das Geld. Warum müssen sie das dann nicht machen? Warum bekommen sie das Geld so? Ist eigentlich was, denke ich mal, jeden stört. Was finden Sie da gut an der AfD? Dass wir die Ausländer reduzieren, die in unser Land kommen. Mhm. Das ist A und O für mich. Haben Sie bei den letzten Landtagswahlen auch gewählt oder ist das neu? Ich wähle schon immer AfD, ja. Also seit es auf dem Markt ist, wähle ich das. Und davor bei der Landtagswahl? Davor habe ich NPD gewählt. Dann ist die AfD ganz sicher eine Alternative. Stimmenfang am rechten gesellschaftlichen Rand dürfte aber nicht reichen. Wir haben da jetzt Aufkleber drauf gemacht und verteilen die dann an unseren Damen, dass sie sehen, dass die AfD auch süß sein kann. Ja. Obwohl der Kandidat schon sehr süß ist, wa? Ja. Wenn man sich so mit den Leuten am Stand unterhält und alle sagen, ja, beim Arzt wird geschimpft und auf der Bank wird geschimpft, im Bus wird geschimpft, in der Bahn wird geschimpft, die wollen alle AfD wählen, dann müssten wir ja 50-60% kriegen. Also ich hoffe schon, dass wir noch 20 plus X kriegen und dann... Das Örtchen Dreußig im südlichen Sachsen-Anhalt vor zwei Tagen. Der AfD-Spitzenkandidat wird zur Bürgerrunde erwartet. André Poggenburg beschert der Partei gute Umfragewerte. Dank eines gewissen Schwiegersohn-Charmes und rechtspopulistischer Töne. Wir haben hier im Auge 20% plus X und die 19% sind ein weiterer Schritt in diese Richtung. Ja, sagen Sie, könnte man nicht eigentlich in Sachsen-Anhalt gut mehr Flüchtlinge aufnehmen? Ich meine, Sie haben ordentlich Wohnungsleerstand. Wohnungsleerstand kennen wir eher nicht. Es muss ja im Grunde saniert werden, es muss ausgebaut werden. Wohnungsleerstand für diesen Zweck haben wir in Sachsen-Anhalt eher nicht. Aber stehen Wohnungen leer? Es stehen sicherlich welche leer, die aber auch erstmal saniert werden müssen. Das kostet Geld. Kameras, so wünscht es der Kandidat vorab, sind nur während der Rede zugelassen. Entsprechend unverfänglich die Botschaften. Wir stehen dazu und dafür, dass endlich wieder Politik vom Volk für das Volk gemacht wird. Dass die Volksvertreter. Gegen Poggenburg, bis vor kurzem Führer eines Autokühlerfachbetriebs, wurden nach unbeglichenen Schulden schon Haftbefehle erlassen. Und selbst AfD-Leute kritisierten einen Auftritt mit Neonazis. Nachfrage. Herr Poggenburg, reiten Sie denn auf der rechtsextremen Welle? Machen wir nicht, nein. Aber Sie treten schon mit Rechtsextremisten auf? National, auch nicht nationalistisch und mit Rechtsextremisten sind wir noch nicht aufgetreten. Das ist mir nicht bewusst. Kandidat Loth, Betriebsleiter in einem Agrarbetrieb, wahlkämpft unverdrossen. Endspurt für einen neuen Job im Parlament. Darf ich Ihnen Informationsflyer von mir mitgeben? Jo. Zur Landtagswahl. Wir wollen ja noch rein. Ich bin ja Kandidat hier für Köthen. Wo Sie gerade einpacken? Darf ich Ihnen noch Informationsflyer mitgeben zum Einpacken? Na? Ja, mach mal. Gut, AfD kennen Sie schon? Nein. Was sind die Themen, die Sie so interessieren jetzt landespolitisch? Ach, landespolitisch. Oder anders? Mehr Lohn. Mehr Lohn? Ja. Okay. Und nicht so viel Ausländer. Wir haben ja immer mehr. Ja. Und die Leute stehen ja im Vordergrund. Anstatt die eigenen Leute ein bisschen zu fördern, ist eben nicht so schön. Ich bin zwar kein Menschenfeind, aber ich sage, die sollen zurückgehen da, wo sie hingehören. Ich bin kein Menschenfeind und ich weiß selber, wie es ist, jetzt auch arbeitslos zu sein. Und gerade mit einem kleinen Kind ist es schwierig für uns Deutsche.
arbeitslos zu sein. Wir brauchen die Arbeit selber. Ein Vierteljahrhundert nach dem Versprechen von blühenden Landschaften im Osten gedeihen in Sachsen-Anhalt vor allem Politikverdruss und Fremdenfeindlichkeit. Demnächst auch wieder im Landtag.